Bewegung ist ganz wichtig für die Kinder und da legen wir auch ganz großen Wert drauf. Beim Außengelände haben wir zum Beispiel eine Rampe extra bauen lassen, als wir das Außengelände neu gestaltet haben. Und die Kinder fahren mit Begeisterung mit ihren Fahrzeugen die Rampe runter. Gemeinsam Mahlzeiten einzunehmen, das fördert die Gemeinschaft bei den Kindern. Die gucken sich viel untereinander ab. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder einen Punkt haben, wo sie gemeinschaftlich miteinander etwas tun. Und gerade die Mahlzeiten sind so wichtig. Also Musik ist so mein Faible. Und ich merke immer wieder, dass man mit Musik die Kinder sehr, sehr doll begeistern kann. Die Kinder singen und musizieren sehr gerne. Sie bewegen sich dabei. Sie sind immer ganz begeistert. Wenn ich mit der Gitarre ankomme und Lieder singe, dann ist das automatisch schon, dass man immer eine ganze Traube Kinder um sich herum hat. Ich finde das so toll, wenn sich auch Männer für diesen Beruf gerade in der Kita interessieren. Das finde ich so wichtig, weil ich das sehe bei uns in der Einrichtung. Wir haben bei uns in der Einrichtung Gott sei Dank zwei Männer. Männer gehen ans Spielen oft anders ran. Die sind, manchmal brauchen die Kinder das auch einfach so, manchmal sind sie klarer. Das ist auch zeitgemäß, denn die Männer sind auch in der Familie viel aktiver geworden als vor vielen, vielen Jahren und beschäftigen sich auch in der eigenen Familie mehr mit ihren kleinen Kindern. Von daher ist das gar nicht so fremd, wenn Männer hier in der Kita arbeiten. Am meisten Spaß macht mir, dass ich jeden Tag Kinder um mich herum habe. Das ist erstmal die allergrößte Motivation. Mit Kindern zu arbeiten, das bringt ganz viel. Jeder Tag ist anders. Also man kommt morgens in die Kita und weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt, weil es einfach immer wieder spannend ist. Und natürlich motivieren mich auch immer wieder meine Mitarbeiter. Das junge Team, das ich um mich herum habe, das macht so viel Spaß, immer Neues auszuprobieren, die neuen Ideen aufzugreifen. Und das ist einfach toll.